Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute aus dem Landtag in Schwerin. Sie haben es schon bemerkt, wir haben uns verabredet mit den Fraktionen des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zu sogenannten Sommerinterviews, wenn Sie so wollen. Da wollen wir nochmal Bilanz ziehen, was das letzte Jahr über passiert ist. Und heute sind wir bei der AfD zu Gast. Alternative für Deutschland. Herr Kramer, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und Sie uns Fragen beantworten. Geht es gleich los. Was waren für Sie im letzten Jahr die wichtigen Themen in der Fraktionsarbeit hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern? Also durch unsere Arbeit zieht sich ja immer wieder so wie ein roter Faden das Thema innere Sicherheit, Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik, gar keine Frage. Dennoch haben wir uns in unserer Jahresabschlussklausur auf die Agenda für 2018 gesetzt, Familien- und Sozialpolitik und auch insbesondere die Bildungspolitik, weil das sind natürlich Felder, die wir aufgrund des Föderalismus hier in Mecklenburg-Vorpommern bearbeiten können und vor allen Dingen auch einen starken Handlungsbedarf dort sehen. Wir sind eben keine Einthemenpartei, wir zeichnen uns da durch ein breites Spektrum aus. Nun können wir sagen, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern geht es vielleicht so gut wie noch nie in ihrer Geschichte. Also die Wirtschaft brummt letztendlich. Natürlich gibt es viel Nachholbedarf, gerade was Soziales anbelangt, gerade was bestimmte Felder anbelangt, was höhere Löhne anbelangt. Gibt es da sozusagen Antworten, die die AfD da liefern kann? Wie können zum Beispiel Fachkräfte in Mecklenburg-Vorpommern gesichert werden, langfristig natürlich? Das ist ein großes Problem für das Land. Es gibt unbesetzte Lehrstellen, es gibt unbesetzte Fachkräftestellen und so weiter. Deutschlandweit ist es ein Phänomen. Ja, wie Sie richtig bemerkt haben, ist das ein deutschlandweites Phänomen. Unsere Politik richtet sich darauf aus, dass wir sagen, dass eine der Stützen des Staates eben die Bildungspolitik ist. Und wenn ich eine ausgewogene, vernünftige Bildungspolitik habe, indem ich unsere Menschen hier vernünftig ausbilden kann zu Fachkräften und dann auch noch die nötigen Anreize schaffe und auch die Rahmenbedingungen schaffe, dann können diese Fachkräfte hier im Land gehalten werden. Zunächst ist es aber wichtig, diese Fachkräfte hier überhaupt zu erhalten. Dazu brauche ich eine ausgewogene Bildungspolitik, sowohl im schulischen Sektor als auch im hochschulischen Sektor. Und da sehen wir viel Potenzial, was noch zu verändern ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel durch die Erhöhung der Attraktivität des Lehrerberufes. Und da gibt es gerade von einer anderen Oppositionspartei immer wieder Vorstöße, die begrüßenswert sind, leider durch die Stimmenmehrheit der Regierungskoalition abgelehnt werden. Aber da gibt es viele Schnittmengen in der Bildungspolitik beider Parteien. In den letzten Jahren ist ja schon ziemlich viel passiert. Es gab ja eine Lehrerkampagne auch, dass man Werbung gemacht hat natürlich für den Standort Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, auch junge Lehrer versucht hat, hier in ländliche Regionen zu ziehen. Es gab die Verbeamtung, die wieder neu eingeführt wurde. Das sind für Sie richtige Schritte? Das sind für mich richtige Schritte. Die Erfolge sprechen ja eine eindeutige Sprache diesbezüglich. Dennoch sollten wir nicht nur die Lehrer aus anderen Ländern hierher abwerben, sondern in erster Linie versuchen, unsere Lehrer hier zu halten. Und das schafft man eben auch durch zum Beispiel bezahlbare Mieten in den einzelnen Regionen. Wir haben ja unsere Probleme in Greifswald und in Rostock. Oder eben auch, um auf die Fachkräfte in den Ausbildungsberufen zurückzukommen, bei den derzeitigen Löhnen, die für eine Ausbildung im Gastronomiegewerbe gezahlt werden, ist es schwierig bis unmöglich, dass dann die entsprechenden Azubis auch in den Regionen wie zum Beispiel Usedom und Insel Rügen eben auch eine Unterkunft finden, eine bezahlbare. Ja, wir haben in den letzten Monaten und Wochen darüber berichtet. Es gab ja auch eine Studie, die gesagt hat, wir haben hier ein Problem. Das haben wir aus der DDR geerbt natürlich, dass es Neubauviertel gab. Das hat man zu DDR-Zeiten genannt. Heute nennt man es etwas abwertend Plattenbausiedlung. Aber letztendlich diese Neubauviertel, bleiben wir mal bei diesem Begriff irgendwie, die sorgen dafür, dass ein Stück weit soziale Trennung stattfindet. Also wer kann, zieht da weg, baut sich irgendwo ein Haus, ist ja auch natürlich. Was sollte man damit machen? Gibt es da Rezepte für Sie, wie man diese soziale Trennung der Menschen in Städten wie Schwerin oder Rostock, wie man das letztendlich ein Stück weit bekämpfen könnte? Also bekämpfen ist für mich der falsche Ausdruck, das klingt so hart. Ich denke nicht, dass man da kämpfen sollte. Man sollte versuchen, die Attraktivität in den einzelnen Wohngebieten, egal ob das nun Neubaugebiete sind, ob das nun Eigenheimsiedlungen sind, zu steigern, indem man ein Gemeinschaftsgefühl erhöht. Und das schafft man eben durch Freizeitangebote, durch eine Verbesserung der Infrastruktur. Es gibt ja für und wider, warum ich zum Beispiel in einem Neubaugebiet ziehe oder lieber in der Altstadt wohne. Alles hat seine Vor- und alles hat seine Nachteile. Das ist ein Zusammenspiel verschiedenster Geschichten. Also da sehe ich die Kommunen mit in der Pflicht, das Land sehe ich da mit in der Pflicht, aber auch den einzelnen Bürger.
Ja. Die Hansestadt Rostock hat ja gerade zum Beispiel 800 Jahre gefeiert. Es gab einen Hansetag da. Es war gute Stimmung in der Stadt. Ne? Nur haben sie natürlich auch Demonstrationen jetzt veranstaltet. In Rostock, Evershagen zum Beispiel oder Lüttenklein. Dort ging es ja um das Thema Rettet Rostock. Muss Rostock gerettet werden? Ja, also wenn ich diese unkontrollierte Massenzuwanderung so nach wie vor zulasse, dann ist irgendwann nicht nur Rostock zu retten, sondern dann müssen wir irgendwann unser ganzes Land retten, weil eine Islamisierung voranschreitend ist, die wir nicht mehr aufhalten können, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten. Wovor haben Sie da Angst? Vor dem Identitätsverlust. Was für eine Identität meinen Sie da genau? Die Identität des christlichen Abendlandes, die Identität, also Identität, das heißt ja nicht nur seine Wurzeln hier zu haben, sondern also seine Wurzeln der Geburt, sondern eben auch kulturelle Wurzeln hier zu haben. Wie würden Sie das nochmal ein bisschen intensiver definieren, was Sie unter Identität verstehen? Wurzeln hier haben, okay, Sprache vielleicht ist ja auch was Gemeinsames durchaus, ist ja auch für Menschen von außerhalb erlernbar. Sprache, Kultur, Glaube. Wir sehen doch an der aktuellen Politik, dass jegliche Integrationsbemühungen einfach gescheitert sind. Ich kann mich doch nur integrieren, wenn ich zum Beispiel willens bin, auch die Sprache zu lernen und wenn ich willens bin, die Identität des Gastgeberlandes auch zu akzeptieren. Aber Sie würden es so sagen, jegliche Integration ist gescheitert. Sie kennen keine positiven Beispiele, wo Integration funktioniert hat. Natürlich gibt es auch positive Beispiele, aber die sind ja doch eher in der Minderzahl. Also Sie glauben, also die negativen Beispiele sind in der Mehrzahl. Na, gehen Sie doch mit offenen Augen durch die Welt. Schauen Sie in die Zeitung, hören Sie sich die Nachrichten an, dann brauche ich doch jetzt keine konkreten Beispiele benennen. Nun haben wir ja seit einigen Monaten dieses Problem der Massenzuwanderung nicht mehr so intensiv wie in den Jahren 2015, 2016. Aber nach wie vor sind Sie natürlich dafür, dass man all das, was wir an Vorteilen auch durch das Schengener Abkommen zum Beispiel haben, zum Beispiel auch zu verwerfen und strikte Grenzkontrollen einzuführen. Nur weil die Medien nicht tagtäglich über die unkontrollierte Massenzuwanderung berichten, heißt es nicht, dass das Thema nicht allgegenwärtig ist, weil die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Und natürlich, wenn die Außengrenzen Europas nicht geschützt werden, warum auch immer, weil sie nicht geschützt werden können oder nicht geschützt werden wollen oder weil die entsprechenden Länder mit den Außengrenzen nicht dazu willens oder in der Lage sind, müssen wir zunächst einmal unsere Binnengrenzen schützen, um der unkontrollierten Masseneinwanderung einen Riegel vorzuschieben. Weil warum wollen denn die Leute her? Es ist doch, Deutschland funktioniert, agiert als sozialer Magnet. Deswegen wollen ja die Leute hierher. Nicht, weil sie auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung sind. Weil dann wäre die Fluchtursache in Italien, Spanien oder in der Türkei beendet. Aber es gibt schon einige Menschen, die natürlich hierher kommen, weil sie eben vor Kriegszuständen flüchten und weil sie wissen, dass natürlich Deutschland ein reiches Land ist, dass sich das durchaus leicht leisten kann, Flüchtlinge mit aufzunehmen und zu versorgen. Das ist richtig. Und jeder, der einen Fluchtgrund hat, hat auch sein im Grundgesetz verbrieftes Recht dazu, gar keine Frage. Nur die Frage ist, wie will man das kontrollieren? Und die Kontrollmöglichkeiten gibt es derzeit wenig bis gar nicht. Die gibt es wenig bis gar nicht, also haben Sie den Eindruck? Ja. Ja. Ich habe nicht den Eindruck. Ich denke, das funktioniert. Sicherheitspolitik ist ein Stück weit natürlich in Mecklenburg-Vorpommern gerade momentan kein so großes Thema. Kriminalitätsstatistik ist im Rückgang. Es gibt natürlich immer noch Probleme an der einen oder anderen Ecke. Aber insgesamt haben wir doch keine durchgreifenden Probleme. Sie müssten das doch wissen. Sie sind doch ehemaliger Polizist und Ihre Kollegen, bekommt man da nicht ein Feedback? Wo liegen Ihrer Meinung nach die Probleme hier im Land bei uns? Schauen Sie sich die Zahlen der letzten Wochen an, gerade insbesondere am Wochenende. Drogenfunde, wir haben marokkanische Drogenmafia in Rostock, Tunesier befeuern den Drogenmarkt in Neubrandenburg. Die Angriffe mit Messern sind so hoch wie noch nie. Mittlerweile wird ja auch bundesweit darüber nachgedacht, eine Statistik zu führen, was wir übrigens hier beantragt haben für unser Land, Statistik über Messerangriffe zu führen. Also da können Sie doch nicht erzählen, dass die Kriminalität auf dem Rückgang ist. Wann gab es den letzten Messerangriff hier in Mecklenburg-Vorpommern? Ich meine vergangenes Wochenende. Und wo? Das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Okay, aber Sie haben das Gefühl, es findet ständig statt, diese Messerangriffe. Das ist doch nachweislich. Ja. Natürlich, man hört es ja in den Medien und so weiter. Und dort sind es natürlich auch Fälle, die dargestellt werden müssen, wenn Messerangriffe stattfinden. Aber dann wird es schnell so ein Massenphänomen draus gemacht. Haben Sie nicht den Eindruck? Also davor ist natürlich zu warnen, ne? Ganz klar. Also ich kann jetzt nicht immer sofort sagen, weil ich zwei, drei Fälle habe, aber wir reden ja hier nicht von zwei, drei Fällen.
Also es geht ja bundesweit nicht kaum ein Tag, an dem wir nicht über solche Messeattacken reden, egal ob sie nun durch Migranten begangen worden sind oder nicht. Kommen wir nochmal darauf zu sprechen, auf Bildungspolitik. Das war sozusagen Ihr Thema. Wann sollte Bildung anfangen, Ihrer Meinung nach? In den Kitas natürlich. Ja. Ja, natürlich. Genau. Wäre es dann nicht sinnvoll, Kita und Bildungspolitik zusammenzulegen? Bisher ist es ja noch getrennt. Es gibt einerseits das Sozialministerium, an die für Kitas zuständig sind, andererseits das Bildungsministerium, was für Bildung zuständig ist. Haben Sie dazu eine Position? Na dann, wenn ich so weit gehen würde, um zu sagen, ich müsste da zusammenlegen, dann müsste ich auch das Familienministerium zusammenlegen, weil die Bildung fängt ja schon am Tag der Geburt an. Also schon die frühkindliche Bildung, die frühkindliche Prägung im Elternhaus. Das sollte aber keine ministerielle Aufgabe sein, sondern in erster Linie Aufgabe der Familien. Ja. Wir haben das Thema Wirtschaft schon mal angerissen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein großes Thema ist ja hier die maritime Wirtschaft. Stehen Sie da auch hinter der Landespolitik, die sagt, okay, wir haben hier ein neues Zugpferd, wie zum Beispiel die MV-Werften mit dem, was sie machen. Die bringen Fachkräfte rein, die suchen Fachkräfte natürlich auch, aber die bauen hier Schiffe letztendlich in einem globalen Zusammenhang. Also ich bin neulich zu einer Beratung da gewesen. Da ging es eben darum, um das vorzustellen, um zu schauen, inwieweit wir dort Zusagen geben können für eventuelle Bürgschaften. Und die Frage ist, wie hoch fallen die Bürgschaften aus? Und natürlich ist da die Landesregierung auf dem richtigen Weg. Das ist nun mal die maritime Wirtschaft. Das ist hier für Mecklenburg-Vorpommern ganz wichtig und zieht da natürlich auch seine weiteren Kreise. Nicht nur im Bereich des direkten Schiffbaus, sondern auch mit den ganzen Nebensparten, die dazu benötigt werden. Und das ist ein ganz großes Fund, auf das wir unbedingt setzen sollten. Ja. Wie ist Ihre Zusammenarbeit sozusagen mit dem Mitgliedern des Deutschen Bundestages? Live-Erik Holm, der hier Fraktionsvorsitzender war, den haben Sie ja praktisch im Amt beerbt. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Es gibt fast täglich den telefonischen Austausch. Unsere Pressestelle arbeitet sehr eng mit der Pressestelle des Bundestages zusammen. Natürlich informiert man sich, was ist auf Bundesebene los, und andersrum informiert man sich, was ist auf Landesebene los. Also da herrscht schon eine sehr enge Zusammenarbeit, die natürlich auch richtig und wichtig ist. Gar keine Frage. Aber nach wie vor ist ein Stück weit das Konzept der AfD natürlich mit der einen oder anderen Provokation durchaus Aufmerksamkeit zu erzeugen und vielleicht auch Wählerstimmen in einer bestimmten Gruppe zu erzeugen. Das mag Ihr Eindruck sein. Mein Eindruck ist, dass wir hier ganz profunde politische Arbeit leisten für unseren Wähler im Auftrag unserer Wähler. Und also bisher ist die AfD-Landtagsfraktion nicht durch Provokation aufgetreten. Würde ich gleich nochmal nachfragen. Und zwar, aber ich wollte darauf auf, man sitzt ja sozusagen in einem Boot, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in Deutschland, aber auch in einer Partei. Geschichtspolitik zum Beispiel. Das, was Herr Gauland da gesagt hat mit dem Vogelschiss, sozusagen, was die deutsche Geschichte anbelangt, in Bezug auf den Nationalsozialismus. Teilen Sie das hier im Land oder hätten Sie das anders formuliert? Das teile ich nicht nur nicht im Land, sondern das teile ich auch als Person einfach nicht, weil dieser Ausdruck wird den Verbrechen dieser 12 Jahre einfach nicht gerecht. Da hat er sich in der Wortwahl nach meinem Dafürhalten vergriffen, aber er hat sich ja dann im Nachgang auch dafür entschuldigt, und ich finde, das ist der richtige Weg. Klare Ansage, Herr Kramer. Dann nochmal, wir haben es am Anfang angesprochen, Erfolge, Sie hatten es mir auch im Vorgespräch gesagt, was waren Erfolge sozusagen dieser parlamentarischen Arbeit, die Sie geleistet haben innerhalb des letzten Jahres? Haben Sie Gesetze durchbekommen, haben Sie Anträge durchbekommen oder wie reagiert die Regierenden bzw. die anderen Oppositionsparteien auf Ihre Anträge? Wenn ich am Mittwoch im Plenum den Antrag stellen würde, die AfD-Landtagsfraktion fordert frische Luft für alle, würden alle anderen Parteien diesen Antrag ablehnen und würden dafür die fadenscheinigsten Begründungen finden. Wäre auch unnötig, weil wir genug frische Luft haben hier in Mecklenburg-Vorpommern. Eben, das war aber halt ein plakatives Beispiel. Also um es kurz zu sagen, bisher ist keinem unserer Anträge stattgegeben worden. Wir haben dennoch einen großen Erfolg zu verzeichnen. Im Zusammenhang mit den Straßenausbaubeiträgen ist im vergangenen Plenum mit den Stimmen aller anderen Parteien unser Antrag in die Ausschüsse verwiesen worden, um dort gemeinsam über diesen Antrag zu beraten. Das ist ein sehr großer Erfolg für uns, denn die anderen Parteien sagen ja auch immer, dass es parlamentarisch Usus ist, Anträge, Gesetzentwürfe in die Ausschüsse zu überweisen, um dort inhaltlich an den Anträgen nochmal zu arbeiten. Bisher sind unsere Anträge immer abgelehnt worden, bis auf eben dieser eine Antrag mit den Straßenausbaubeiträgen. Das können wir als großen Erfolg bezeichnen. Und das geht ja Oppositionsparteien generell so, ne? Auch die Linken klagen darüber, dass die meisten von ihren Anträgen abgelehnt werden und dann doch von hinten irgendwie wieder sozusagen mit ins parlamentarische Geschäft kommen.
Ja, aber das ist das Los der Oppositionspartei zum einen. Aber wir haben dennoch können wir Erfolge verzeichnen, wenn ich zum Beispiel daran denke, die Debatte um den finalen Rettungsschuss. Das wird dann von der Regierungskoalition im Oktober, möglicherweise im November dann nochmal auf die Tagesordnung kommen. Wir haben den Antrag eingebracht für das Pilotprojekt mit Körperkameras und Videokameras in den Streifenfahrzeugen. Ein halbes Jahr später hat die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, der ist dann durchgegangen. Also man sieht, die AfD wirkt. Wir setzen die Akzente. Wie sie dann nachher umgesetzt werden, ist uns im Grunde dann auch egal. Hauptsache, unsere Ziele werden umgesetzt. Finaler Rettungsschutz müssen Sie noch mal kurz erläutern. Das versteht vielleicht nicht jeder Zuschauer. Das ist der Schuss, den ein Polizist abgeben darf, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Geiselnehmer auszuschalten und das möglichst final zu machen. Final heißt in dem Falle mit Todesfolge. Richtig. Mecklenburg-Vorpommern ist eins von zwei Bundesländern, die den finalen Rettungsschuss noch nicht in ihren Polizeigesetzen drin haben. Und das dient hier, also im Grunde ist es jetzt schon möglich. Es dient nur der absoluten Rechtssicherheit des einzelnen Polizeibeamten. Heißt aber nicht, dass jetzt die Polizeibeamten hier wild umherlaufen und jeden zur Strecke bringen, den sie der Meinung sind, zur Strecke bringen zu dürfen oder zu müssen. Also das ist natürlich ganz klar an Regeln gebunden. Wo sehen Sie die Probleme, gerade in Vorpommern, eher was Strukturschwäche anbelangt? Und die Landesregierung versucht ja jetzt mit Programm zu helfen. Es gibt einen parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern. Finden Sie, das hat einen Effekt? Und finden Sie letztendlich, es passiert was? Es herrscht auch in Vorpommern Aufbruchstimmung? Also Aufbruchstimmung, die herrscht schon, aber es ist schon eher zweifelhaft, ob das daran liegt, dass wir jetzt einen Vorpommern-Staatssekretär haben oder ob das an Landesprogramm liegt. Richtig ist, dass sich im Land etwas ändern muss, was die Politik mit Vorpommern betrifft, weil Vorpommern, und nicht, das ist nicht nur gefühlt, seit 20 Jahren irgendwie abgehängt ist. Ja. Am Beispiel Schlösser, Gutshäuser. Hier wurden im mecklenburgischen Teil wurden viele Fördermittel ausgeteilt, die in Vorpommern nicht angekommen sind. Aber da bewegt sich jetzt einiges. Und das ist natürlich, da sieht man, dass die etablierte Politik versucht, dem entgegenzusteuern, was natürlich eben auch anhand unserer Wahlergebnisse zu verzeichnen ist. Wie sieht das aus mit der Zusammenarbeit mit Polen? Gibt es da vielleicht Chancen, die auch die Region letztendlich im östlichen Teil des Landes betreffen könnten? Gerade Metropolregion Stettin ist ja immer so ein Stichwort, was wieder durch die Medien schwappt. Oder letztendlich auch im Tourismus. Ich glaube, in Swinemünde wird gerade ein Tunnel geplant, irgendwie, der die Verkehrsströme natürlich erhöhen würde, die dann vielleicht auch Usedom betreffen könnten. Also gerade als Tourismusland ist es unabdingbar, dass wir mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten. Egal, ob das jetzt der östliche Nachbar ist oder der westliche Nachbar. Da gibt es ja dann auch diese Initiative des Parlamentsforums Südliche Ostsee. Das ist, da arbeiten alle Parteien aus diesem Landtag in diesem Forum mit. Und das ist eklatant wichtig, dass wir eben gucken, welche Gemeinsamkeiten die einzelnen Länder haben. Nicht nur die Bundesländer, sondern eben auch die Länder wie Deutschland und eben auch Polen. Und natürlich müssen wir da zusammenarbeiten, geht gar nicht anders. Wenn Sie jetzt nochmal vorausschauen auf die Arbeit des nächsten Jahres im Landtag, was haben Sie sich da vorgenommen, was haben Sie sich für Ziele gesteckt, was möchten Sie erreichen mit Ihrer Fraktion? Noch haben wir ja kein Wahljahr, also noch können Sie auch konstruktiv sich mit einbringen? Also wir bringen uns immer konstruktiv ein, egal ob Wahljahr oder nicht. Wahljahr ist jedes Jahr, jeder Tag ist irgendwie Wahlkampf. Und da geht es gar nicht darum, um die Stimmen für die eigene Partei zu kämpfen, sondern in erster Linie geht es darum, um das zu erreichen für unsere Bürger, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und da werden wir natürlich weiter in der Familienpolitik, in der Bildungspolitik arbeiten, aber auch eben in der Sicherheitspolitik, gar keine Frage. Gibt es da konkrete Ziele, die Sie sich gesetzt haben, also ein ganz konkretes Projekt zum Beispiel, dass Sie natürlich irgendwo vielleicht ein großes Projekt im Land auch mit voranbringen wollen? Das sind langfristige Projekte, über die ich aber zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sprechen kann. Herr Kramer, an dieser Stelle vielen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.